Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man Brüche kürzt. Dabei zeige ich euch wieder den Rechenweg und wie man das Ganze grafisch darstellen kann. Schauen wir uns einmal das oberste Beispiel an. Gegeben sind 4 Achtel. Diese 4 Achtel müssen wir durch 4 kürzen. Grafisch habe ich 4 Achtel noch als Rechteck dargestellt. Zur Erinnerung, beim Kürzen werden Nenner und Zähler durch die gleiche Zahl dividiert. Das bedeutet, wir müssen hier die 4 im Zähler und die 8 im Nenner durch 4 dividieren. 4 dividiert durch 4 ist 1 und 8 dividiert durch 4 ist 2. Also ist unser Ergebnis 1/2. Kommen wir nun zur Grafik. Beim Erweitern haben wir ja die Grafik noch in weitere Spalten unterteilt, um die Darstellung zu verfeinern. Nun machen wir genau das Gegenteil. Wir entnehmen hier genauso viele Spalten wie die Zahl, durch die wir kürzen. In dem Fall 4. Deswegen entfernen wir diese 4 Spalten und das sieht dann so aus. Und schon haben wir grafisch gekürzt. Kommen wir zum nächsten Beispiel. Hier müssen wir 6 21stel durch 3 kürzen. Das bedeutet, ich dividiere wieder Nenner und Zähler durch 3. Also 6 dividiert durch 3 ist 2 und 21 dividiert durch 3 ist 7. Dann kommen wir zu dem Ergebnis von 2 Siebtel. Nun zur Grafik. Wie beim oberen Beispiel schon erwähnt, entfernen wir hier die Spalten, nämlich genau so viele wie die Zahl, durch die wir kürzen. In dem Fall 3. Wir haben hier auch genau 3 Spalten. Das bedeutet, diese werden einfach entfernt und dann sieht das grafisch so aus. Im nächsten Beispiel müssen wir 10 Fünfzehntel durch 5 kürzen. Bedeutet wieder Nenner und Zähler durch dieselbe Zahl dividieren. 10 dividiert durch 5 ist 2 und 15 dividiert durch 5 ist 3. Unser Ergebnis ist somit 2 Drittel. Grafisch müssen wir natürlich 5 Spalten von unserem Rechteck entfernen. Ich habe hier auch genau 5 eingezeichnet. Diese kommen weg und dadurch sieht unser Rechteck in gekürzter Form so aus.